What's up, man? Das ist ein bisschen schief gegangen. Defense! Leute, ich muss ehrlich zu euch sein, die letzten Wochen waren wirklich geisteskrank. Es ist so viel in meinem Leben passiert. Ich habe es endlich geschafft, mit dem Basketballteam aufzusteigen. Etienne ist kurz davor, bei mir einzuziehen. Ich habe unnormal geile Projekte zum Schneiden gehabt. Und ich war mit den Jungs bei Champions League-Spielen, sowohl in München als auch in Madrid. Mit all diesen Eindrücken um mich herum hatte ich echt Schwierigkeiten, meine Routine zu finden. Deswegen brauche ich mal wieder Zeit für mich und einfach... Perfekt, das passiert, wenn man zu früh da ist, man kommt nicht auf den Platz. Und damit willkommen zurück auf meinem Kanal, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Intro gefallen. Dort habt ihr schon gehört, in den letzten Wochen war sehr viel los. Ich bin mit der Basketballmannschaft aufgestiegen, ja, ich habe es geschafft. Wir sind jetzt offiziell in der Landesliga nächstes Jahr. Etienne zieht bald ein, ich habe sehr viel weiter trainiert und mich gesund ernährt. Also ich habe die ganze Zeit weiter durchgezogen, ich hatte einfach nur keine Zeit für YouTube. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier, Leute, in diesem Vlog. Fahre ich nach Berlin und spiele beim internationalen Pfingstturnier mit. Also das ist wirklich so von Competition geisteskrank. Das ist viel, viel höher als in Düsseldorf. Ja, das wird in diesem Vlog passieren. Aber ich muss mich dafür auch fit halten und fit machen. Deswegen bin ich hier auf dem Fußballplatz, wo ich jetzt gerade noch nicht reinkomme. Und ich werde mich hier auf die nächste Saison und aufs Pfingstturnier vorbereiten mit keinem anderen als Spidey Lucas. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, aber alle, die es nicht mitbekommen haben, der Junge wurde geisteskrank umgegrätscht in einem Testspiel und hat sich dann wirklich, glaube ich, gefühlt alles hier gerissen, was man sich reißen kann. Deswegen ist er für die restliche Saison komplett out. Aber nichtsdestotrotz ist er jetzt schon wieder dabei, sich auf die nächste Saison vorzubereiten. Und da meine Saison ja eh schon vorbei ist, nutzen wir so Tage wie heute dann ganz gut aus, um uns auf die nächste Saison vorzubereiten und ein bisschen an unseren Chicken Legs zu arbeiten, an unseren Beinen. Aber jetzt müsste der nur noch kommen. Und ich glaube, da kommt er sogar. Ich glaube tatsächlich, da kommt er. Timing. Timing, Leute. Da kommt er. Nee. Gerade gesagt. Okay. Ey, sag mir nicht, dass du... Hast du auch keinen Schlüssel? Nein. Also? Müssen wir rüber? Da hinten ist auch nicht auf, ne? Nee. Nee, nee. Okay. Ja! Alter! Let's go, Junge! Mit meinem Workout-Partner in Crime hier. What's up, man? Was machen wir heute? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin einfach hergekommen, du meinst, lass ein bisschen trainieren. Keine Ahnung was, aber wir machen. Wir sind nicht die Einzigen, die ohne Schlüssel kommen. Verboten! Ist verboten! Hat er gehört. Hat er sorry gesagt. Aber ist auch verboten, Leute. Kommt nicht hin. This paper coming to me 24 hours. I can't go sleep. I know the power of a dollar, so 50 rounds at least. She know I get money, she know. Soon as I up, let's go. Just like double alone. Stay down with me or let me go. Wir haben gerade beide gemerkt, dass wir doch nicht so fit sind für nächste Saison, wie wir dachten. Wir hören auf mit Sport. Junge, wenigstens machen wir irgendwas. Ne? Aber wir meinen gerade noch, eigentlich so trainieren ja die ganzen Profis. Und man selber, man geht auf den Platz, man hat den Ball in der Hand. Junge, man macht nichts mehr mit Sprinten. Aber sollte man wirklich öfters machen. Weil nur von Pumpen und so bringt dir leider nicht so viel. Baby Mama still the biggest shot.
shooters just to keep it locked. Rolls Royce, you can keep the top. Bag of old money, love to see it rock. Yellow bitch, better keep it pampered. Luke Campbell, I'm the new example. Metro booming, time to cue the sample. Niggas moving bricks, then you can use the family. Black Jet. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich war gestern einfach noch bis 2 Uhr saß ich an Projekten, Alter. Bis 2 Uhr nachts. Und es ist ja an sich gar nicht so schlimm, wenn es nicht jetzt 6.30 Uhr wäre. In einer Stunde kommt mein Zug nach Berlin. Bevor ich aber los kann, muss ich natürlich noch meine Tasche packen. Ihr kennt den Boy, das mache ich natürlich eine halbe Stunde, bevor mein Zug kommt. Aber das verspare ich euch alles, also das müsst ihr euch jetzt nicht angucken. Wir sehen uns einmal gleich, wenn es losgeht. Und es kann offiziell losgehen. Ich bin der einzige Mensch, der, glaube ich, mit Koffer für ein Wochenende nach Berlin fährt. Und ich bin nämlich vollgepackt mit Taschen von vorne bis hinten. Leute, das war mal wieder typisch. Mein Zug kommt in 20 Minuten, Alter. Ich muss mich so beeilen. Hoffentlich ist der nächste Shot dann, wie ich im Zug sitze. So Leute, ich bin angekommen, aber nicht in Berlin, sondern in Koblenz. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich bin erstmal nach Koblenz gefahren, weil hier ein Kollege von mir wohnt, der mit in Berlin beim Turnier spielt. Und wir fahren jetzt von hier zusammen mit dem Auto. Der Bruder ist hier Basketballprofi in Koblenz. Und deswegen dachte ich, bevor ich allein nach Berlin fahre, fahre ich erstmal hier hin. Ich sehe jetzt gerade erst, wir fahren von hier einfach noch über 6 Stunden, Alter. Über 6 Stunden. Warum habe ich da zugesagt zu diesem Plan? Ach du Scheiße. Okay, unsere Fahrt nach Berlin geht offiziell los. Stell ich mal ganz kurz Niklas vor. Das ist der Boy, der mich sehr klein wirken lässt. Ich zeig mal bitte ganz kurz deine Haare. Wow. Ich sehe es durch die Cap. Ich weiß nicht, was da auch drunter ist. Zeig mal bitte kurz deine Haare. Das ist ein bisschen schief gegangen. Scheiße, Junge. Wir fahren es auf jeden Fall jetzt weiter nach Berlin. 6 Stunden Fahrt vor uns, beziehungsweise vor dem Kollegen. Und dann sehen wir uns, wenn wir da sind oder keine Ahnung. Also Leute, der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Ich habe wirklich heute einfach nur damit verbracht, mit meiner Familie zu sein. Und ich muss jetzt einfach noch arbeiten. Gebt euch bitte mein Setup. Oder einfach hier auf Küchentisch. Auf jeden Fall ein sehr anstrengender Tag. Diese ganze Reise war extrem, extrem lang. Und morgen geht's dann los mit dem Turnier. Junge, ich bin sehr gehypt. Ich hoffe, es wird ein nicer Tag. Und ich hoffe, dass wir viel gewinnen werden. Deswegen, aber jetzt sitze ich hier bestimmt noch 1-2 Stunden, mache das noch fertig und dann... sehen wir uns morgen wieder. Und es geht weiter. Okay Leute, der Boy Tonio am Start. Die ganzen OGs kennen ihn noch. Wir gehen jetzt noch was essen und dann geht's offiziell los mit unserem ersten Spiel. Tonio, wie sind unsere Chancen? Sei mal ehrlich. Schwierig, weiß ich noch nicht. Wenn wir uns irgendwie in einem Team zusammenfinden, können wir auf jeden Fall relativ weit kommen. Oh yeah, der Boy Low ist auch am Stissel. Was sind die Chancen heute für uns? 100% W's, Alter. Das Ding ist, ich will nur nicht, dass ich euch mit meinen Bällen wegspiele. All I get is W's, boy. Wir sind angekommen bei der ersten Halle. Ich will keine Schmerzen, das ist nicht. Geht auch alles gut. Du gehst auch zu uns? Ja, oh, okay, wir haben wirklich einen Blick weg. Okay, wir haben ja, wirklich einen Riesen. Wir sind hier, oder was? Oh, hey, God, los, was sagst du, dass du los? God damn. Darf er so? Digga, darf er. Ein Wigger, ja? Das geht, Bro. Also wenn du nicht so angezogen bist, fängst du, dann machst du irgendwas falsch. Okay, represent, okay, 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 represent, okay. Ja, represent hier. Sehr gut aus. Jungs, kurz und knackig. Lass Spaß haben, lass dich erschätzen. Wir haben mehr Chancen, wenn wir gewinnen. Lass die ernst nehmen, lass sie nicht komplett in den Lauf kommen. Wir spielen von Anfang an Series und ja, enjoy. Kim Jong-un schießt dann 3. 1, 2, 3. Kim Jong-un 3. Nochmal. Ich schaff's nicht. Sag Kim Jong-un. Kim Jong-un, wir sagen 3. Kim Jong-un 3. Yeah.
Gefühlt vor einer Minute das Trikot angezogen, jetzt schon im Game. Vor diese ersten Minuten Todesanstrengung, ne? Komplett. Also, man unterschätzt es, wenn man draußen sitzt, wie schnell so ein Spiel läuft. Wir sollten trotzdem keinen unterschätzen. Wir spielen das Spiel durch und haben am Ende Spaß, weil gewinnen. True. So einfach. Du siehst ja süß aus mit deinem Headband. Danke dir. Hey, let's go! Kim Young, süß! Oh! Nice, Tom! Er meint zu mir, er regt sich immer auf darüber, dass Luka Doncic immer bei jedem Call fault. Jetzt macht er genau so, Digga. Oh, you! Yes, sir! Pro Miss Dunk machen wir einen Liniensprint. Hey! Hey! Let's go! I made my waves in the winter, now my summer hotter. Here we go! Ja, nice. Hat Bock gemacht, Jungs. Gute Intensity. Lass weitermachen. Ja. Wir swingen den Ball, wir passen den Ball. Kein Spiel Ego. So macht Spaß. Let's continue. Kim Young! Hey. Und damit steht es 41 zu 9, oder? Ja. Läuft besser als erwartet. Ja. Ja! Ja! Wann war das letzte Mal, dass die Geschlechtsverkehr gehabt haben? Kein Kommentar. Deiner Tom, get the shit! Hey! First win. Wir haben richtig lange Pause gehabt und jetzt geht's los zum zweiten Game. Mein Ziel ist es, positive Bilanz beim Dreier zu werfen. Also wird schwierig, ne? Jetzt wird noch mal reingeschnitten, wie ich gebrickt habe. Oh! Okay, unser zweites Game geht's los, Bruder. Wir haben offiziell 3 oder 4 Stunden jetzt hier gewartet. Kommt hin, ja. Wie sind die Predictions? In meiner humble Meinung meine ich, dass wir mit 50 gewinnen. Ey, ich lass so stehen, ich sag gar nichts, ne? Wir müssen auch Zeit wissen, ha? She's trying to fuck. Oder man muss wirklich sagen, die Ringe, die gönnen gar nichts. Also, gefühlt niemand. So hart irgendwie, ne? So hart, keiner trifft den Layers, keiner trifft den Dreier. Jetzt seid ihr gleich dran, ne? Dann treffen wir mal was. Lass doch ein bisschen den Ball laufen, skappen, füllen und das war's auch schon. Dann haben wir das Ziel. Wir lassen uns 6-mal outrebauen von Leuten, die groß sind wie ich. Kim Young! Was sagst du im Spiel? Super Spiel. Klasse Energie. Was haltest du von dem Spiel? Bruder, hat's voll gelohnt, nochmal für 10 Sekunden rein. Ja Leute, wir sind durch mit den 2 Games für heute. Waren jetzt nicht die besten Gegner, aber wir wissen, dass morgen wird es direkt ganz anders aussehen. Was sagt ihr, Jungs? Ja, das erste Game so easy gewonnen und dann haben wir das zweite Game so auf die lockere Schulter genommen. Das erste Game war auch einfach jeder mit Durek und Headband und so. Sagt ihr, deswegen haben wir das zweite Game nicht so geil gespielt. Ja, vielleicht ist das unsere Geheimwaffe. Wir müssen es morgen wieder machen. Jetzt wird auf jeden Fall nicht mehr viel gemacht und dann morgen früh geht es direkt weiter und ja, mal schauen. Morgen sind, glaube ich, 2 Platzierungsspiele. Ah, wir haben 2 Spiele morgen? Ich glaube schon. Ja, okay. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe nicht. Es ist Tag Nummer 2. Wir sind wieder angekommen. Und die Halle ist heute ein bisschen besser. Also die Halle ist auf jeden Fall ein Upgrade seit gestern. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir okay spielen, dass wir
unser Ding machen und nicht so wie gestern das zweite Spiel komplett reinscheißen. Und das Wichtigste ist, dass wir mit Accessories spielen. Ja. Wieder Headbands, Durek. Headband, Durek. Das waren unsere Power-Ups. Die haben wir im zweiten Game gelassen. Wir mussten dafür bezahlen, Alter. Wie viele Punkte machst du jetzt im nächsten Spiel? 100! Sag mal, wie viel machst du? 20. Eine gute 8. 4,5. Oder ich sage, ich mache 6 Punkte im ersten Spiel. 6 Punkte. 1000! 1000! Also, wir müssen heute das Ding zack ernst nehmen. Wir können nicht anfangen wie beim zweiten Spiel, gestern. Von Anfang an die Sache klar machen, dass wir gewinnen wollen, klar machen, dass wir besser sind. Und dann läuft das Ding auch von selber. Wir haben die Spieler, wir haben die Qualität. Von Anfang an ready sein und dann Spaß haben. So einfach ist es. Kim Young! We're just out here trying to feed the community, man. You know, we bring turkey to the hood. We bring a turkey to the hood today. Turkey, yo. Gebt eine Armlänge, haltet lieber den Abstand zwischen denen. Soll die erstmal ins Gesicht werfen, aber gebt denen keinen einfachen Drives. Kim Young! Go! Go! Gute Hände in die Glas, let's go! Oh yeah. Go! Can't stop him! Ihr könnt nicht in der Defense, wenn ihr gerade zurücklaufen seid und einen Mann habt, weg von ihm gehen. Jungs, auch die Guards geht rein. Wenn ihr euren Mann nicht habt, dann ist es ein 1 gegen 0 Rebound. Ihr müsst auch euren Mann securen. Ja. Nicht nur die Bigs rebounden, alle rebounden. Hey, let's go! Komm runter, Roma! Let's go! Let's go! Let's go! Nimm ihn! Yes, sir! Let's go! We won! Let's go! Halbfinale, hallo! Klär mal bitte diese Halle hier. Digga, man versteht es nicht. Wir sind aus so einer geilen Halle rausgekommen. Nur dafür, dass wir jetzt hier im Sumpf enden, Alter. Hallo, ich grüße alle meine Freunde. Du hast Freunde, Digga? Jetzt müssen wir uns direkt aufwärmen, weil wir einfach keine Chance haben, uns aufzuwärmen. Ja. Bing bang! Wie Roman gesagt hat, jetzt wird's ernst. Das nächste Kessel. Wir können nicht so starten wie gegen andere Team. Weil die Erfahrener, die nutzen es aus, nutzen die Fehler aus und bestrafen uns damit. Kim Young, freeze! Oder ich sage ehrlich, man will sich gar nicht mehr einwechseln. Ja, sollen die weiterspielen, die wechseln. Digga, einfach hier. Man ist zu kalt erstens. Oder man ist gar lieber, bei den läuft rein, man lässt sie einfach. Die spielen schon seit 7 Minuten so, weißt du. Man lässt sie einfach.
durchziehen, Zähne zusammenbeißen, Arme hoch, Arme hoch. Wir contesten jeden Wurf. Kim Young! Ich tue so, als ob ich irgendwas damit zu tun hätte, Digga. Ja, du hast gut angefeuert. 25, jetzt groß, gefeuert, Digga. Ey, wir sehen uns morgen, ne? Wir sehen uns morgen, Leute. Finale. Tag Nummer 3, Leute. Wir sind immer noch im Game. Wir fahren jetzt auf dem Weg zum Finale. Wir haben uns gerade Game 7 angeguckt. Genau. Timberwolves gegen Denver. Wir nehmen das einfach mal als Gutes oben. Wir nehmen das mit. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die anderen bei der Halle treffen. Time to get W. Heute kommt drauf an, ob die ganze harte Arbeit gelohnt hat. Also, ich glaube, die wollen auch gewinnen. Wir sind so weit gekommen. Lass es nicht zu Ende bringen. Let's have fun. Kim Young! Tschüss! Wir sind weit gekommen. Lass uns belohnen. Pass bei denen auf, die können fast alle werfen. Die ziehen Vektor, die werden versuchen, uns zurückzurennen. Das Wichtigste bei dem Spiel ist ein Mindset. Selbst wenn wir mit 2, 4 Punkten, 6 Punkten oben sind, cool bleiben. Ihr habt es letztes Spiel auch geschafft. Wir müssen Ruhe bewahren. Wenn im Moment auf deren Seite ist, müssen wir zurück. Wir müssen kämpfen. Talk about guns, then somebody die. They turn into nuns, then hop online. Like pray for my city, he faking for likes and digital hugs. His daddy a killer, he wanna be junior. They must have forgot the shit that they done. Dementia must run in his family, but let it be shaky. I park his son. The very first time I shot me a Drake, the homie that told me to aim it this way, I didn't point down enough. Today I show you I learned from those mistakes. Somebody had told me that you got a ring. Oh God, I'm ready to double the wage. I'd rather do that than let a Canadian nigga make pop turn in his grave. Cut the bitch, you got shit twisted. What is it, the brakes? I hurt your feelings, you don't work with me. Bring einfach fucking Freiwürfe. Zeit ist vorbei, wir kriegen jetzt auf Freiwürfe. Wir sind minus eins gerade. Er kann einfach das Game beenden mit Freiwürfen. Das ist eklig. Warst du das Spiel wieder am Ende mit Freiwürfen entschieden? Keine dummen Fouls, die werden versuchen, einen Rally oder einen Dreier zu machen. Ja. Keine dummen Fouls. Wir switchen alles und ihr springt nicht in die Leute rein. Ihr springt einfach auf der Stelle nur hoch. Der soll den Korb nicht sehen. Wir switchen alles. Let's go. Kim Young, please. Wir haben gewonnen.
I should leave, I just, should I leave?